strecke ich mich schon mal. Ah, jetzt ist natürlich dunkel. Habe ich gerade keine Fackel mehr? Nein, natürlich habe ich keine Fackel mehr. Dafür brauche ich auch das Stroh, was ich nicht habe. Das ist super. Also rennen wir mal im Dunkeln nach oben. Was kann schon schief gehen, wenn man im Dunkeln auf Berge steigt. Ich kann mir schon vorstellen, was dabei schief geht, aber das würde bei mir in meinem Fall auch passieren, wenn ich im Hellen hochrenne. Ich kann schon mal nur das letzte Stück Fisch essen. Ich glaube, da oben auf dem Stück war der Wachturm. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Irgendwo hier war er auf jeden Fall, denke ich. Sachen, die man sich auf der Karte angucken sollte, bevor man weggeht. Ah, da ist er. So, Material auswählen. Ich hätte gerne Stücke. Habe ich leider keine mehr. Aber ich hätte gerne Bretter da drin. Ja, Bretter haben wir fast fertig. Stämme fehlen halt noch eine Menge und Stroh. Dann drehen wir mal wieder runter. Ich finde es ja ganz nett, dass da die Option heißt Schlafen für 8 Stunden. Ich hätte aber gerne eine Option, die heißt schlafen, bis es wieder hell ist. So. Hier hat wieder hohes Gras, oder? Da ist unser hohes Gras, das werden wir jetzt mal mitnehmen. So, Bettchen, macht's ja euch so. Dann gute Nacht, lieber Dorfkrater. Vielen Dank fürs Vorbeischauen. Und bis zum nächsten Mal. Hoffe, du wirst eine angenehme Nachtruhe finden. So, das hohe Gras kommt mit. Der Knochenbruch kommt auch mit. Läuft. Also jetzt nicht mehr so. Dann gehen wir mal zu unserem Trockenstell hier rüber. Schmeißen das Gras, was wir gerade gefunden haben, da rein. Was nicht sehr viel ist. Und laufen mal rüber zu dem Ding, wo wir wissen, dass es da viel Gras gibt. Das werden wir jetzt alles gut atmen dürfen. Ich kann auch einfach das hier schon mal mitnehmen. Ich glaube, das Wetter, also das richtige Wetter, zeigt mir gerade, dass ich nicht mehr so taufrisch bin. Das heißt, ich versuche jetzt noch die Saison zu beenden. Dann würden wir theoretisch, wenn alles glatt läuft, denke ich, am Donnerstag weitermachen. Dann haben wir die Woche gut gespielt. Sengoku Dynasty oder Stardew Dynasty oder wie auch immer ich es gerade nennen wollte.
einen Tag Zug fahren und dann ab nächste Woche können wir dann wieder in Ruhe mit Wadheim am Donnerstag starten. Und ab übernächste Woche, beziehungsweise vielleicht sogar am Freitag, klappt dann sogar wie Rising. Und ab übernächste Woche kommen wir dann wieder in den ganz normalen, üblichen 2-Wochen-Takt. Und spielen dann das, was wir nicht im Multiplayer spielen, entsprechend entweder eine Runde Zug fahren, solange bis ich die Schnauze voll davon habe, oder Sengoku Dynasty, bis wir da durch sind. Und danach gucken wir uns mal was anderes an. Es gibt ja noch 1 oder 2, 3.000 Spiele, die ich noch nicht gespielt habe. Habe gehört, Red Dead Redemption 2 steht noch auf der Liste. Also, ich habe es nicht gehört, ich habe es selbst auf die Liste gesetzt vor 2 Jahren. Und hier ist unser Grasparadies. Da ich keine Ahnung habe, was eine Kammer ist oder geschweige denn eine habe, muss man das Zeug jetzt erstmal mit Hand atmen. Weil ich diese schönen Felder nicht kaputt machen wollte. Aber was soll's, ich kann es nicht ändern. Ich brauche das Zeug. Ja, es tickt zu 100er. Vielleicht kann man anhand dieses Feldes dann auch ausfinden, ob das durch den Nachwechsel oder nicht. Ich habe keine Ahnung, ob die Ressourcen, also zumindest die natürlichen Ressourcen, nachwachsend sind. Ich meine, bei Eisenerz, gut, da kann ich es verstehen, wenn es irgendwann zu Ende ist. Aber gerade was Gras, Bäume und sowas angeht, wenn man da dann doch 2-3 Jahreszeiten spielt, könnte so ein Baum vielleicht doch schon 1 oder 2 Zentimeter gewachsen sein. Habe gehört, das machen Bäume in der Liebe. Ich halte jetzt einfach mal sehr viel von der Seite hier ab. Wie ist das schöne Spiel noch? Gras-Simulator. Die verbessern sich in den Gras-Arte-Simulator. Weil ich glaube, da gab es noch sowas wie Garten-Simulator, wo du Gärtner spielst und Zeug also dich um den Garten kümmerst und Rasen mähst und so Kram. Kommt hier ganz schon ganz dem ganz schön nahe. Ja, 400 Gras. Das wird hoffentlich reichen. Steine rum. Die ignoriere ich jetzt mal.
Zu laufen. In dieses Tor, sie macht sich ganz gut da, denke ich. Jetzt mal einen Test. Ja, das hilft gegen Angreifer, die können da nicht drüber. Achso, weil er noch 20 Stroh drin liegen. So, warten wir mal, bis der Stroh produziert hat. Wobei, ich sollte das nicht so machen, weil wir hier 1:1 produzieren. Da kriegen wir mehr Stroh raus. Was ich machen kann, ist hier noch eine zweite Strohstelle hinstellen. Was sind sie denn? Gebäude? Nein. Was nehme ich diese Dienstleistung? Ach, ich darf es noch nicht. Ich darf doch keinen Dings bauen, schade. Einfach Bauwerke. Nein. Wo war es? Einrichtung Landwirtschaft. Nein. Gebäude, Produktion, Landwirtschaft. Nein. Konzentration ist gerade komplett raus. Die Konzentration ist komplett raus. Da haben wir sie gar nicht geschafft. Zum Trockengestell. Schauen wir es einfach direkt daneben. Ich brauche mal was, okay. Ich sollte das nicht auf den Slot, der schon gelegt ist, ziehen, dann bringt das nichts. Dann schmeißen wir auch noch 100 Gras drauf. Da schmeißen wir das nächste Zeug drauf. Wie viel Stroh haben wir denn jetzt schon? 120 Stroh, da warten wir noch mal ein bisschen was. Dann rennen wir hoch und können da das Stroh in den Wachturm reinhauen. Wenn wir das haben, hoffentlich ist dann der Tag soweit durch, dass wir diese Saison beenden können. Dann kriegen wir nämlich auch Holz. Das können wir da oben in den Wachturm reinhauen. Wobei ich glaube, da hinten die große Brücke fehlt nur noch Stroh. Ist aber ein weiter Weg. Das heißt, wir werden da wieder in der Nacht zugekommen. Was ich echt vermeiden wollen würde. Ach ja. Ja, komm, mach hin. Zu viel Stroh ist es doch nicht mehr. Ich meine, wenn Gras so schnell trocknen will. Mehr. Ich laufe zur Brücke.
Die Brücke würde ich tatsächlich lieber fertig haben als den Wachturm. So, was ich hier noch mitnehmen kann. So, ich nehme jetzt mal ein paar von den Eiern hier mit. Die meisten davon im Magen. Wer bist du und wo rennst du hin? Ach, du bist die Katoro und rennst zum Swillen. Vermutlich auf der Suche nach Holz. Das ist auch eine Sache, die ich schon mal erwähnt habe, die ich sehr gerne hätte, dass die Leute sich einfach auch irgendwann anders kleiden, wenn die Möglichkeit besteht, dass die Kleidung da ist. Das ist auch eine Menge Gras, das wir mitnehmen könnten. Das können wir dann aber vielleicht machen, wenn wir auf dem Rückweg sind und es dann noch hell ist. Jetzt müssen wir erstmal durch das ganze Tal rennen. Richtung ist zu halb richtig, mehr südlich. Vielleicht kommen wir noch an einer Brückenbaustelle vorbei, das wäre natürlich auch sinnvoll. Bräuchten wir nämlich dann vielleicht auch nochmal, um das Domestic-Level zu erhöhen. Oder ein Reittier, das wäre auch sehr schön. Haben wir aber noch nicht. Können wir wahrscheinlich auch nicht. Ich weiß nicht, ob das die Spielengine unterstützt. Schweine rum. Hast du als erstes die Ruine als Dorf gewählt oder hast du dich erstmal umgeguckt, wo anders dein erstes Dorf gebaut? Tatsächlich habe ich mein erstes Dorf nicht in der Ruine gebaut, sondern 3 Meter weiter. Oh, wir haben Öl. Sehr gut. Um genau zu sein, hier ist die Ruine, das da und das da ist das erste Dorf. Also ich bin 2 Meter weitergegangen, so an der Stelle, wo du die Brücke bauen kannst. Da habe ich mir gedacht, oh ja, eine Brücke im Dorf sieht doch cool aus.